Das Supertalent 2018. Das sind die Voting-Ergebnisse der 12. Staffel. So knapp war die Entscheidung noch nie. Stevie Star ist das Supertalent 2018. Im spannungsgeladenen Finale hatte sich gegen 11 andere Kandidaten durchgesetzt. Hier zeigen wir euch alle Voting-Ergebnisse aus dem Supertalent-Finale. Movos und Lorenzo Sposato landen auf den Plätzen 2 und 3. Stevie Star hat sich mit 17,38% im wahrsten Sinne des Wortes zum Supertalent geschluckt. Die irre Performance des Allesschluckers hat Pop-Titan Dieter Bohlen schon so beeindruckt. Dass Stevie sein Herzenskandidat war und glücklicherweise von den Zuschauern ins Finale gewählt wurde. Auf dem zweiten Platz landet das Gesangstrio Movos mit 17,26% aller Stimmen, gefolgt von Lorenzo Sposato auf dem dritten Platz mit 16,79% der Stimmen. Das sind die weiteren Platzierungen. Die anderen Kandidaten können aber genauso stolz auf ihre Leistung sein. Sie liegen in folgender Reihenfolge auf den Plätzen 4 bis 12. Step Out mit 7,54%. Fair Play Crew mit 7,33%. Luciano, Holger und Rosario mit 7,06%. Gennady Papiz mit 6,48%. Olena Utay mit 5,84%. Hannes Schwarz mit 5,34%. Kevin Elsnich mit 3,99%. Andreas Mainz mit 3,97%. JD Anderson mit 1,02%. Dieter Bohlen hat Stevie Star stolz die Siegertrophäe überreicht und auch Sylvie Mais und Bruce Darnell freuen sich mit ihm.